Nächste Runde, komm. Was machen wir jetzt? Willst du die, warte mal, wie heißen die hier? Ah, ich nehme den Gelddrucker und wir erhöhen einfach mal den ihr Geld. Ich hatte den, warte, aber wie heißt denn die Polizistin, die Geldtaschen aufnehmen kann, weißt du, und da sind dann Fälsche drin. Paar Bomben. Hier, Fat Agent, den nehme ich. Wo ist der Support? Ah, dann nehm ich den Fat Chairman. Ich drucke Geld, dass sie mehr klauen müssen. Ja, genau. Und da liegen ja dann Geldsäcke rum und deswegen nehme ich den Fat Agent. Genau, und dann kannst du die Marken. Die Marke noch. Also richtig Und dann ätzend. laufen die alles mit Sprenkel im Gesicht rum, ha? Ja, und dann schießen wir sie einfach weg. Ich stell den. Soll ich den Drucker vorne hinstellen? Oder. Ja, also schon so ein bisschen offensichtlicher. Immer wenn du einen Geldsack siehst, natürlich dann mir direkt Bescheid sagen. Ne? Ja, hier ist der erste beim Drucker. Ich bin beim Drucker, ich laufe hier NPC rum. Kann halt nur leider hier vom Carpet nicht runter, dann bin ich auffällig. Ja, den würde ich auch gerade wegschießen. Wie? Das Ding fing an zu brennen und er stand davor. Da draußen rennt eine mit Tasche. Ja. Ja, ich habe die Tasche und ich bring die zum Gelddrucker damit hin, ja. Die Jo. Originaltasche. Jetzt mich. Draußen am Auto lag noch eine. Kameras haben sie bis jetzt noch nicht irgendwie kaputt gemacht. Gucken ein bisschen über die Außen Kameras. am Auto. Ja, tatsächlich. Das ist Außentausch. Okay, ein bisschen bei der Arcade. Da irgendeiner hackt. Vorsitzenden-Battle. Ein anderer hat auch einen Vorsitzenden. Also die haben auch irgendwo einen Drucker stehen. Steht oben links. Lösch am besten mal das Feuer unten. Ein Automat ist wieder gehackt im hinteren Bereich. Da rennt einer mit Tasche. Nein! Konntest noch wegwerfen? Ah ne, hast einen NPC erwischt. Nein, der scheint ein Scheiß. Ja, ich Was war hatte denn dich das vorher jetzt? mehrmals getroffen. Eigentlich im Gefecht. Ja, du hast mich Naja. getroffen, das habe ich gemerkt, aber dann hast du anscheinend jemand anderen getroffen. Na dann, du bist so mit dem NPC Denkt an die rumgewapselt. Teams, denkt an die Teams, ist gleich Ja. rum. Ja, das war jetzt blöd gelaufen. Oh, finde Zwölbeschlüssel, ich. kann kaputte Tresortüren ersetzen und vorhandene Tresortüren Oh, öffnen du und warst auch schließen. gut, oder was? Ha? Du warst tot Ja, gewesen? ich hab den. Das fing an zu brennen. Da war niemand bis auf der eine NPC. Ja, ich abgeknallt, war ich tot. Ah, seitdem war ich schon erledigt, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ne, ich sagte ja, ich bin down. Ich gucke. Ah, komm, ich spiele den Riot Control. Gerade überlegen, was ich mache. Die verhalten sich so auffällig, dass ich mit dem Ja, Riot ja. Control wahrscheinlich da ein bisschen was reißen kann. Jetpack, what? Oh, ich nehme den Detective. Determine the time and cause of death of dead bodies. Ich glaube, das Schritte sichtbar machen ist nicht verkehrt, oder? Du musst sie aber raussuchen, dann folgen. Das ist schon eine coole Sache. Aber ist nicht ganz so einfach, weil du alles siehst an Schritt. Straflächliche Datenbank, ich mal hin zu allen aktuellen Verkleidungen aller Räuber herunterladen. Kann die gehackten Geldtonnen und PCs interagieren, um herauszufinden, wann sie gehackt wurden. Kann man das gebrauchen? Ja, nicht, Naja, ja. finde ich jetzt persönlich nicht so cool. Naja, ist eigentlich auch relativ sinnfrei. Ich glaube, ich nehme mal den Manager, Sonst oder? kannst du die Walls wieder zumachen. Ja. Habe sie bis jetzt noch gar nicht versucht aufzukriegen. Ja, stimmt eigentlich. Na komm, ich nehme mal den.
den Doggo-Typ. Ja, bei so vielen Automaten ist es natürlich praktisch, ne? Ja, ich habe nur ein paar Einstellungen. Er läuft wieder die Tür. Geh rein, ich mach die Türen zu. Macht der Doggo Türen auf? Oh, ey. Wow. Wie dumm war das dann? Ey, er sieht mich und dreht sich sofort um. Und ich dachte, der wollte da reinieren. Okay. Ich gucke in den Kameras. Ich hätte halt gesagt, wir. Voilà, nein. Wir sind mal ganz obvious vorne die ganze Zeit, dass er vielleicht mal auf den Tresor gehen, war halt der Gedanke. Da ist jemand gelaufen? Ne, das warst du. Der hat sich sehr seltsam bewegt. Ja. Ja, komm, dafür gehen wir jetzt nicht noch extra hoch. Die sind sich bestimmt am Wundern so, hä? Warum war das jetzt rum? Hä? Los, nochmal die Riot-Kontrolle und dann jetzt, ey, das kann nicht sein. Hilfslos zu seinem aktuellen Standort Backup anfangen, kann Toto-Polizisten melden, um einen anderen Ersatzpolizisten einzuschleusen, hält HP und Munition zurück, ist in Nähe eines Backup-Cops befindet. Okay, das raff ich nicht so ganz, was sie mir damit sagen wollen. Störsender. Software. FBI. Bewegungsmelder vom FBI, Stun die nur, Stun die auch NPCs? Nein. Dann nehme ich den. So, und jetzt nochmal die. Rufbasse. Wenn er wieder jetzt so straight auf mich drauf zuläuft und dann einfach sich kurz vorher wegdreht, wenn ich um die Ecke komme, ja. Das ist so ätzend. Bewegungsmelder ist vorne an der Tür. Gut. Einen mache ich noch an den Haupteingang. Okay. Der stand eine Sekunde, also die müssen dann einen Moment da stehen, so. Blablabla. Da hat schon irgendwas gepiept. Hier Da ist nochmal. einer vorne rausgerannt eben. Ah ne, der macht die NPCs auch. Ja, also eben ist einer durchgerannt, da. Ja, Lol. alle beide. Ja, das ist. Aber die Bewegungsmelder wären geil unten am Vault. Da sind keine NPCs. Ja, da gehe ich jetzt hin. Einen habe ich hier beim inneren Tresor hingemacht. Hinten die Tür ist offen, da ist also einer reingekommen. Das war da unten, wollt unten. Ich gehe nach unten nicht. Naja, Aufzug ist. Ich warte oben am Aufzug. Ja, jetzt gibt nur den. Jetzt haben sie Feuer gelegt. Der will unten raus. Er Bewegungs. müsste eigentlich immer noch unten sein. An der Bombe, wenn du im Fahrstuhl runterfährst. Aber bist gar nicht runtergefahren. Nee. Warte, Mach. die wollen Feuer machen und den Volt ausräumen. Vorne erstmal die Sensoren wegmachen. Fahr runter. Nee, jetzt fahre ich runter. Okay. Mach, Hauptsache, das Feuer ist aus. Okay, da ist er. Er ist tot. Geld liegt im Fahrstuhl. Ich sehe kein Feuer. Nee, wenn du hörst, wenn es anfängt mit Piepen, dann legen sie Feuer. Ja. Ja, also der Vault unten ist leer und das Geld liegt dazu im Fahrstuhl.
Ein Automat ist gehackt. Fuck. Ja, zu 100% sicher, ich bin down. Ja. Siehst du die? Ja, die haben vorne im Auto was abgeliefert. Das war der Einzige, der vom Auto wegmarschiert ist, indem er euch eine Kugel verpasst. Automaten werden oben gehackt. Der zweite, eben war es nur einer. Weißt du, wer es ist? Nee, also ich habe jetzt keinen mit Tasche gesehen. Nee, solange wie die nur gehackt werden, das 11.000 sind draußen. Mann, rennt mir dieser scheiß NPC wieder durch vor der Flinte, ey. Ja, wir gewinnen halt irgendwie von alleine. Sakko, yes. Du hast mich zu Tode erschreckt und ich war sehr amüsiert gleich. Ey, das ist jetzt das zweite Mal, oder dritte Mal jetzt, das scheiß NPC vor der Flinte. Wir sollten definitiv noch an den Einstellungen etwas schrauben. Dann sage ich euch eine wunderschöne gute Nacht. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal dann. Ciao. Tschüss. Ciao. Träumchen wären Träumchen.